gibt so viele Orte, an denen ich jetzt lieber wäre. Was schon erledigt. Nüna hier weiter nach hinten. Was wollt ihr? Gut. Hier sind wieder Werkzeugständer. Ich glaube nicht, dass da was Interessantes dran ist. Nein. Und auch nicht. Okay. Geh zur Seite, Bürger! Ja, du wirst das Treiben beobachten. Seite, und du? Kann ich glauben, dass es so weit gekommen ist, dass ich so eine halbliebige Rüstung tragen muss. Ich habe ein bisschen Erz für einen befreundeten Schmied rausgespuckelt. Selbst das war verseucht. Ja, und damit hast du wohl deine Rüstung angesteckt. Zum Glück scheint das ein ziemlich einfaches Seuchenzeug zu sein, was keine magischen Sachen angreifen kann. So wie unser neues Schwert, was wir Greywolf abgenommen haben, von dem man sich nicht wundern muss, dass er so viel Damage damit macht. Na, ich selber bin schon ein kleines bisschen angeschlagen. Oh, ein Kobold. Wow. Kann ich euch behilflich sein? So. Ja, beinahe unter meiner Würde. Und da haben Kobolde ein Blutbad angerichtet. Du bist jung, denn ich verschwinde jetzt. Das ist eine hübsche Seenkonstellation mit so einer natürlichen Brücke drüber. Die Brücke scheint ja nicht, scheint ja eher mehr oder weniger zu schweben, wenn ich mir das so ansehe. Also da geht es ein Stück weit runter. Pfeile brauchen wir zurzeit nicht. Und Schmuck, haben wir gesagt, geht an Yahira. So. Minsk ist alles okay. Nichts leichter. Khalid ist schon fast überladen, da müssen wir aufpassen. Also hier scheinen die Kobolde herzukommen. Und Dynahir ist wieder vorgelaufen. Schauen wir uns dann eben auf der Seite um, bevor wir hier rüber gehen und uns in dem Gebiet umsehen. Wenn da nämlich die meisten Leichen liegen. Genau, sind hier noch Wächter. Geh zur Seite, Bürger! Ich weiß nicht, was mit dem Erz passiert und es ist mir auch egal. Ich bin nur hier, um die Bergleute zu beschützen. Und dazu gehört nicht, in den Tiefen herumzustochern. Ja. In den Minenkarren wird nur verseuchtes Eisen drin sein. Das sollten wir von unseren Waffen fernhalten. Jedenfalls von denen von Minsk und Khalid. Ja, und dieser Stollen führt wieder ins Leere. Auch wenn man hier nicht gerade viel sehen kann. Nichts leichter als das. Da geht ihr rum. Ach, du gehst darum, Mensch. Ja, unter meiner Würde. Okay, da ist wieder ein Stollenende. Was wollt ihr? Was ich will, ist, dass Dünner hier dich ständig vorbringt. Ich tue mein Bestes. Ihr habt für die Gruppe. Gut. Wer bist du? Lasst uns, wir haben viel zu tun. Okay. Ja, nichts leichter als das. Da geht's wieder in den Hauptstollen. Oder in den Hauptgang. Hier oben ist wieder Ende. Viel haben wir nicht mehr auf dieser Seite. Nur noch darum können wir. Ihr habt schon erledigt. Dünna hier, zieh dich zurück. Was wollt ihr? Beinahe unsere Dinge. Ich bin ganz herzlich bei der Sache. Ach, das sind nur Nahkämpfer. Was? Meine Klinge wird euch zerstören. Du weißt schon, dass du direkt neben einem Kobold stehst, oder? Was ihn schon erledigt. So. Sacken wir das Geld ein, das sie dabei hatten, auch wenn es nur ein Gold ist. Was denn? Ich verschwinde jetzt. Und ein Edelstein. Nichts leichter als das. Ey, du, da bleib mal da. Du bist bei Kobolden rumgelatscht. Hi.
Wo? Du da, genau. Ich bin so müde. Das hatten wir schon. Der latscht einfach bei Kobolden rum, als ob nichts wäre. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Ich muss mich dran gewöhnen, mich erstmal richtig aufzustellen, bevor ich dann in irgendeine Richtung laufe. So kann Dünner hier nicht mehr vorrennen. Hier ist wieder eine Sackgasse. Und hier sieht es fast schon aus, als ob wir wieder auf der anderen Seite wären. Also ja, hier ist alles gesäubert. In Anführungszeichen. Hier ist sogar noch eine Wache. Mit einem ganzen Waffenregal. Erstmal hier lang gucken. Der Stollen ist wieder zu Ende. Und hier sind schon wieder Tote. Folge dem gleichen gepflasterten Weg. Dann finden wir die Antwort, oder wie? Naja, das sind Kobolde. Meine Kamera wird euch zurechtstutzen! Ja? Hier lang! Sind auf jeden Fall mutige Kobolde. Was? Nichts leichter als das. Eine offene Wunde in eurer Dinge, wie ihr wünscht. Ja. Du hast mal einen Zauber dabei, Schmieren. Das ist nicht so ganz der Zauber, der so toll ist. Pfeil. Das war falsch. So. Hat noch irgendjemand Edelsteinchen? Nö. Pfeile. So. Du kannst wieder mal Schleuderkugeln gebrauchen. Schmieren kannst du gar nicht lernen. Also kommt das weg. Schmuck zu dir. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Für die Gerechtigkeit. Und hier kommen wir wieder auf den Hauptgang. Dies ist mein Gott. Also gehe ich mal davon aus, dass es... Ah, doch, nimm den Bogen mit Minsk. So. Was? Und dann gucken wir mal kurz hier. Das Wachhaus ist leer. Zwei Holzstäbe und eine Hillebarde. Das ist nicht viel. Also ich habe das Gefühl, da lang geht es weiter nach unten, weil da auch die Schienen lang führen. Deswegen gucke ich mal kurz hier lang noch. Was hier verborgen ist. Ein amnischer Soldat. Das ist schon mal, also wirklich schon mal die falsche Richtung. Genau. Was genau soll das hier sein? Eine Grube? Haben wir die Jauchegrube gefunden? Gucken wir mal kurz auf der Karte. Ja, hier ist eine Grube. Das könnte wirklich die Klärgrube oder so sein. Bergarbeiter müssen auch mal. Das ist eh in vielen Spielen so, wo haben sie die Toiletten? Also in Rollenspielen. So, das heißt es wirklich, es geht weiter nach da unten und dann dürfte es auf die nächste Ebene gehen. Ich denke mal, das hier ist die letzte Ebene, wo wir noch Wachen getroffen haben. Weil hier scheinen die Kobolde jetzt die Vorherrschaft zu haben. Die werden keine Wachen da oben leben lassen. So, noch ein Kobold. So, immerhin, du kommst mal nach, sammelst hier Fläschchen mit Flüssigkeit ein. Und noch ein Fläschchen mit Flüssigkeit. Oh, allgegenwärtige Autoritätsperson. Und du gibst mir jetzt den Bogen. Ja? Zwei Fläschchen mit Flüssigkeit, ein Edelstein. Dieser Trank enthält eine merkwürdige grüne Substanz, die ähnlich aussieht wie die Rückstände, die du bereits auf einigen Loren gesehen hast. Die darin enthaltene Flüssigkeit scheint Eisen leicht zu entfärben, wenn es damit in Kontakt kommt. Wahrscheinlich hängt die Flüssigkeit mit der mysteriösen Plage zusammen, die aus Metall hergestellte Waffen und Werkzeuge brüchig werden lässt.
Die Kobolde, die ihr getötet habt, müssen beim Verlassen der Mine das ganze Erz damit verunreinigt haben, obwohl es unwahrscheinlich ist, dass sie den Plan dazu selbst ausgeheckt haben. Also können wir davon ausgehen, dass vielleicht ein Ork oder ein Ogre Magus, ja, ein normaler Ogre ist nämlich zu wohl für sowas, dahinter steckt. Oder ein Hobgoblin. Wir sind ja nämlich schon Hobgoblin-Räubern begegnet, die unser Eisen wollten und alles andere auch, was wir hatten. Vielleicht hängen die Räuber ja irgendwie damit zusammen. So. Nächste Ebene der Minen. Erfolgreich geladen. Was wollt ihr? Gucken wir mal kurz nach den Waffen von den beiden. Die sind noch alle in Ordnung. Was? Ja, beinahe unter meiner Würde. Hier ist ein Ring. Joseph... Was? Josephs Grünsteinring. Ein Ring in einem kleinen Band aus wertvollem Metall, das als Schmuck verwendet wird. Ja, das ist der Standardtext. Der Ring scheint besonders zu sein, wenn er graviert ist für Joseph. Ja. Das hier ist wohl der unterste Minenstollen, den wir jetzt hier erreicht haben. Und in dem müssen wir uns jetzt auch nochmal genau umschauen. Kobolde. Mich kümmern, ich verschwinde jetzt. Aber jetzt wird es nämlich, oh, nicht mehr so leicht für uns, wenn alles voller Kobolde ist. Was wollt ihr? Die hatten jetzt gerade schon Panik. Ich verschwinde jetzt. Wir haben auf jeden Fall schon mal eins ihrer Nester gefunden. Und das hebeln wir gerade gut aus. Was? Beinahe unter meiner Würde. Ich hab so genug davon. Eure Dienerin steht zu eurem Dienst. Ja? Ich hab genug davon. Dann gucken davon wir mal, was sie dabei hatten. Ein Gold. Die meisten tragen nur Schwerter bei sich. Schwerter und Bögen. Die Bögen nehme ich mit. Ein Bogen bringt wenigstens so um die 6 Gold. Minsk, nimm mal die Bögen für mich bitte ab. Vor allem wiegen Bögen nicht so viel, auch wenn Minsk ziemlich schwer schleppen kann. So. Ja. Gut, nach der Keilerei gönne ich mir mal einen Quicksave. Ich sagte ja, eigentlich wollte ich nicht so oft Quicksaves machen. Meine Klinge wird mich reinstutzen. Weil das zum einen lame ist und zum anderen weil auf die Nerven geht. Boah, Minsky aus dem Schuss. Ja, o allgegenwärtige Autorität. Jahira, Heilung. Wenn niemand besser geeignet ist. Ich kümmere es nicht. Ich bin so gut. Jünger hier und Imoen auf die Fernkämpfer. So, Minsk ist wieder einigermaßen fit. Was wollt ihr? Gut. Und die haben auch nur Pfeile und Bögen. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. So. Sammeln wir alles ein, was wir einsammeln können.